In Deutschland hatte der Kaiser Friedrich von Staufen und dessen Bruder Konrad als Statthalter eingesetzt. Sie hatten eine schwierige Aufgabe. Die Rückkehr des Kaisers führte zwar zum Abflauen der Kämpfe, brachte aber keine langfristige Entspannung. Schlussendlich brachte die Reduzierung des Konfliktes auf das Investiturproblem die Lösung. In Frankreich wurde die Trennung bereits praktiziert, auch weil die Herrschaft über die Kirche für den französischen König weniger wichtig war. Der französische König konnte also ohne Probleme auf die Investitur mit Stab und Ring verzichten, forderte allerdings für die Lehen einen Treueeid. Mit dem neuen Papst Calixt II. Schien nun eine Lösung für den Kaiser möglich. Am 23. September 1122 wurden bei Worms die Urkunden verlesen und ausgetauscht. Der Kaiser wurde wieder in den Kreis der Gläubigen aufgenommen. Das seit der Neuzeit sogenannte Wormser Konkordat besteht aus dem kaiserlichen Heinricianum und dem päpstlichen Calixtinum. Heinrich V. verzichtete auf die Investur mit Stab und Ring und sicherte die freie Wahl zu. Für das Regnum Teutonicum gestand Papst Calixt II. Die Wahl der Reichsbischöfe und Äbte in Gegenwart des Kaisers zu. Der Gewählte sollte vor der Weihe die Regalien durch das Szepter verliehen bekommen. Damit blieben nördlich der Alpen die alten Rechte des Kaisers gewahrt. Das Wormser Konkordat brachte prinzipiell Frieden im Reich. Offen war noch die Angelegenheit mit Lothar von Supplinburg. Er beugte sich nicht und beherrschte Sachsen. 1125 starb Heinrich V. Kaiserin Mathilde kehrte nach England zurück und heiratete den Grafen von Anjou. Daraus entstand die Königsdynastie der Anjou-Plantagenet in England. Mit Heinrich erlosch das saalische Kaiserhaus. Gerade unter den Saliern haben sich viele Ereignisse zugespitzt. Sie setzten die Politik der Ottonen fort, scheiterten dabei aber in vielen Dingen. Unter Heinrich IV. Und Heinrich V. war das Kaisertum schließlich in eine Krise geraten und verlor seine Sakralität. Schließlich leitete das Wormser Konkordat die Trennung von Staat und Kirche ein. Das ist wohl das größte Vermächtnis dieser Zeit.